Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Point-and-Click-Adventure und zwar Agatha Christie The ABC Murders. Dem ein oder anderen wird das jetzt vermutlich was sagen. Agatha Christie kennt man natürlich und vielleicht kennt der ein oder andere auch den Roman Die Morde des Herrn ABC. Das Ganze gibt es jetzt schon seit einiger Zeit als Point-and-Click-Adventure und ich habe es damals auch schon gespielt. Naja, was heißt damals? So lange ist das gar nicht her. Aber ich habe es damals schon gespielt und wollte es eigentlich da schon als Let's Play machen. Das ging aber zeitlich nicht, weil ich schon einige Projekte hatte. Und habe das dann, glaube ich, irgendwie in 2, 3 Tagen total durchgesuchtet. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein großartiges Point-and-Click-Adventure. Wer vielleicht die älteren Agatha Christie-Spiele noch kennt, der wird jetzt so denken, ist das denn genauso wie die alten Teile? Da kann ich euch sagen, nein, definitiv nicht. Es ist um Welten besser. Ich muss gestehen, ich fand die alten Teile nicht so gut, habe die vor, ach, keine Ahnung wie viele Jahren, auch schon mal gespielt. Aber das hier ist wirklich eine, ja, große Nummer besser. Nein, es ist um Längen besser, wirklich. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt, es ist aber auch ein bisschen her. Das heißt, ich kann mich an die Rätsel eigentlich kaum erinnern, gehe ich zumindest stark von aus. Es lagen jetzt wieder einige Spiele dazwischen, die ich gespielt habe. Und ich denke jetzt nicht, dass ich da so komplett durchrushen kann, auf keinen Fall. Vor allem, weil die Rätsel auch teilweise echt knifflig sind. Und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier in die Optionen rein. Stimmen, ja, Sprache, Deutsch, also Untertitel sind auf jeden Fall Deutsch, die Stimmen sind aber Englisch, beziehungsweise, ja doch, es ist Englisch, aber mit belgischem Akzent. Wer Hercule Poirot kennt, der wird das wissen. Und ja, das ist soweit richtig. Untertitel, Lautstärke, da kann ich nochmal eben gucken. Ja, Musik vielleicht ein bisschen leiser. Das ist ganz gut. Das hier auf Hochsteuerung mit der Maus ist auch alles klar. Okay, und ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sammeln Sie Ego-Punkte, indem Sie so handeln wie... Okay. London, 18. Juni 1935. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra, A.B.C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Japp. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. 22. Juni 1935, Andover. Neue verfügbare Frage. Mensch, jetzt konnte ich das gar nicht mehr lesen. Ja, was natürlich direkt auffällt, ist diese Comic-Grafik. Ich finde die ja echt toll, muss ich sagen. Und wir schauen mal eben, wie gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr, Ziele. Okay, wir sollen den Kommissar dort treffen. Das ist unser Notizbuch, da haben wir gerade noch nichts drin.
Und das sind immer die offenen Fragen. Ist der Diebstahl das Motiv des Verbrechens? Gut, wir wissen jetzt im Endeffekt noch gar nichts. Hier bringen sie Poirots kleine graue Zellen zum Einsatz. Das Ziel ist es, die Fragen, die er sich stellt, zu beantworten, indem er Verbindungen zwischen den Indizien herstellt, um daraus auf eine Antwort zu schließen. Ziehen Sie die Indizien auf die leeren Kästchen, um die leeren Stellen zu füllen. Okay, wir haben, wie gesagt, bis jetzt noch gar nichts. Deshalb werden wir hier erstmal wieder rausgehen. So, das schließen wir auch. Und ich denke, Ihr Fortschritt wird automatisch gespeichert. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin. Und quatschen da ein bisschen mit dem Kommissar, Detective. Was sagt man? Ich weiß es nicht. Over Inspektor, here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Okay, nutzen Sie die Momente, in denen Ihr Gesprächspartner beschäftigt ist, um ihn zu beobachten. Sie erhalten Indizien zu seinem Gemütszustand. So, dann wollen wir doch mal schauen. Erinnert ein bisschen an Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Finden Sie drei Indizien, die Poirots Bemerkung entsprechen. Is Jupp being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Okay. Leichtes Lächeln. Entspannte Haltung. Und stolz gezogener Hut. Jupp is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. Okay, herzlichen Glückwunsch. Sie haben The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s. Married, but separated. No children. A husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Na, das ist ja nicht besonders nett. Nach seiner Meinung fragen. Sagen, dass es zu offensichtlich ist. Also, wir bekommen in diesem Spiel Punkte dafür, wenn wir so handeln, wie der Poirot es in den Romanen oder in den Filmen auch tun würde. Ich habe das bei meinem ersten Durchgang versucht, war auch da relativ gut, aber eigentlich habe ich das jetzt gar nicht vor, nach seiner Meinung fragen. Sagen, dass es zu offensichtlich ist. Also ich denke, es ist definitiv zu offensichtlich, oder? Oder wir fragen ihn nach seiner Meinung und beziehen ihn so ein bisschen mit ein. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Asher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Petit, may I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Okay. Neues Ziel, den Tatort untersuchen. Ein verfügbares Indiz gefunden. Okay, ich schaue hier nochmal eben kurz rein. Denn wir haben jetzt auch im Notizbuch Infos über Alice Asher. Eigentümerin des Tabakladens. Sie war mit Frank Asher verheiratet, lebte aber allein. Sie wurde in ihrem Tabakladen mit einem Schlag auf den Hinterkopf ermordet. Okay, was ist 50er? Ich habe keine Ahnung. 50er in Andover? Ich weiß es nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier direkt mal rein. Und schauen uns dort ein bisschen um. Ja, sammeln Sie Ego-Punkte, da steht es auch nochmal. Aha. Gut, bevor wir da hinten zur Theke gehen, möchte ich mich natürlich hier gerne nochmal umschauen. The place is unusually tidy for a crime scene. Okay, was haben wir denn hier? Gut aufgeräumtes Regal. Geordnete Zeitschriften und Zeitungen. Keine Spuren auf dem Boden. Nothing suggests any sign of a fight. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Gar nichts, wie es aussieht. Hier auch nicht.
eine Tüte mit Blut? Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Blickwinkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben, okay? Red liquid is oozing out. Is it blood? Okay, vielleicht sollten wir mal reinschauen. Ah! No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. Oh, köstliche Erdbeeren. Okay. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass dieser Akzent ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich weiß noch, dass ich das damals genauso empfunden habe und erst so dachte, oh, wie nervig. Aber man gewöhnt sich wirklich schnell dran. It's not just any railway guide. It's an ABC. Aha. Moment, erstmal möchte ich das gerne von vorne sehen. Great Central Railway Official ABC Timetable. Okay, also ein Buch, in dem ja, drin steht, wann die Züge It's abfahren. At the letter A. Okay, Andover. There are no prints on the book. Keine Fingerabdrücke. Okay. So, 2 von 3 Hinweisen haben wir. Was ist denn hier noch? The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Okay. Gut, das war's dann wohl hier. Ja, ja, Ego-Punkte, ich weiß es doch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal noch die Kasse an, oder? Bevor wir jetzt tatsächlich die Leiche da untersuchen. Gegenstände verbergen Geheimnisse hinter komplexen Mechanismen. Sie sind an der Reihe, sie aufzudecken, um herauszufinden, was sie verbergen. Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Blickwinkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben. Zoomen Sie heran, indem Sie mit der linken Maustaste auf einen Gegenstandsbereich klicken. Zoomen Sie mit der rechten Maustaste weg oder, gut, das werde ich schon rauskriegen. Einige Elemente bewegen sich, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und verschieben. The tail does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, die Kasse zu drehen und zu schauen, ob hier irgendwas auffällig ist. Was haben wir denn hier? Eine 5. Ach so, hier. Passt auf, erstmal öffnen. Ah, a mechanism has just made a fan click. Okay, geöffnet und hier haben wir jetzt die 5. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, genau. So. 5. It would be best to examine the rest of the till. Okay, okay, dann fehlt noch was. Ah, wie wär's mit diesem... Das ist doch immer so ein Hebel an der Seite, oder? Okay. Okay, wohl doch kein Hebel an der Seite. Na, die Schublade werden wir wohl kaum... Ach so, nein! Nein, nein. Nein, ich möchte das nicht verlassen. Ich dachte, ich kann mir die Schublade hier irgendwie genauer anschauen. Aber die geht ja dann erst auf, wenn wir hier die richtige Kombination einstellen. Open. Oder aber wir machen einfach open. The till is full of money, but there is something strange. Aber irgendwas stimmt nicht. Something is hidden underneath. Ja, können wir das denn? Something is hidden underneath. Vor allem 2 mal -2? Ja, ihr seht es jetzt schon, Leute. Ich kann mich an die Rätsel definitiv nicht erinnern. Ja, ja. Okay, also das ist -2. Und hier stand... Ach. Ach, Moment. Hinten ist die 2. Das ist jetzt eine Zahlenkombination. Hinten ist die 2. Davor sind noch 2 Ziffern. Und vor der 5 ist eine Ziffer und hinter der 5 ist eine Ziffer. Aber was ist das dann hier? Ach, das ist eine 8. Ach, das ist eine 8. Also haben wir im Endeffekt 8. Ne, da fehlt ja dann noch eine Zahl. 8, 5, eine andere Zahl und die 2. Ist denn da unten noch was? Nee. Oder sehe ich das jetzt komplett falsch? 8, 5. Also klar, die ist definitiv vorne. Pass mal auf, wir schauen uns nochmal die Schublade an, ob hier irgendwo... Vielleicht noch was drunter ist, aber nein, wie es aussieht, nicht. Something is hidden underneath. Aber das bekomme ich auch mit der rechten Maustaste nicht raus, oder? Nee. Oder das sind nur 3. 8, 5, 2. Das kann natürlich auch sein. Dann probieren wir das mal. Also 8, 5, 2.
2? Ah, na, sieh ein an, ein Schlüssel, okay. This must be the key to the back of the shop. Okay, weiß ich jetzt selbst nicht, wie ich darauf kam, dass es noch eine vierte Zahl sein müsste. So, wie kommt ein ABC-Kursbuch hier in den Tabakladen? Das ist vermutlich nur die Theke. Dann schauen wir uns jetzt erstmal das hier an. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Okay. I can't see any other mark on the floor. So, bevor wir die Leiche untersuchen, natürlich erstmal alles andere. Ich glaube, das war's schon, ne? She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Okay, 4 von 5. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Asher had popped out. Ja, aber ich weiß nicht, steht man dann nicht vor der Theke und guckt so runter? Wurde Miss Asher vor Ort getötet? 9 Ego-Punkte. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. So, Poirot, any news? So, an ABC guide with no fingerprints, but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Okay, bevor ich mich jetzt... ja, aufmache in den hinteren Teil, genau, wollte ich noch mal eben kurz hier reinschauen. Wie kommt ein Kursbuch auf die Theke? Okay, da haben wir eigentlich auch noch keine Lösung. Was ist das hier jetzt? Auf dem Buch sind keine Fingerabdrücke. Miss Asher wurde um 17.30 Uhr lebend gesehen. Keine Wertsachen in diesem Laden. Brief unterschrieben mit ABC, mit Mordankündigung in Andover. Gut. Das bringt uns gerade, glaube ich, alles noch nichts. Ist Diebstahl das Motiv des Verbrechens? Ich glaube tatsächlich, ich lasse das erstmal. So, Miss Aschers Zimmer durchsuchen, alles klar. Ich glaube, das machen wir dann erstmal. Bevor wir hier irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. The door is locked. Ach so, wie war das nochmal? Musste ich den Schlüssel so ziehen? Ja. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Oh, wunderschöne Bilder. Oha. Blood. Blutfleck auf dem Kopfkissen. Did Alice Asher suffer from nosebleeds? Und ein umgedrehtes Bild. An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. Okay. The Ashes were a lovely couple when they were young. Ach so, wir können das gar nicht mehr umdrehen. Okay, ich dachte, dass wir da vielleicht noch etwas finden. So, was haben wir hier auf der Kommode? Oh, direkt wieder das nächste Rätsel. Überlegung. Okay. Okay, okay, Überlegung. Moment. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. Okay, kann ich da irgendwas machen? These drawings appear to... lassen sich nicht bewegen. Okay. Kann ich das hier denn drehen? It is blocked. Es klemmt. Ja gut, wahrscheinlich muss ich erst das da oben machen und dann wird sich hoffentlich irgendwas öffnen. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Ja, das wäre ganz schön, wenn es in der Mitte wäre. So, kann ich das denn... Wow. Okay, ich kann das so machen. Kann ich das dann nicht einfach so machen? Und dann hier runterziehen? Ach so, ich kann den... Ah! Moment, das war ein bisschen blöd. Ich kann den inneren überhaupt nicht drehen. Hä? Jetzt konnte ich den doch gerade drehen. Was? Kann ich den hier denn auch drehen? Nein.
aber dann würde es doch, wenn ich das so mache. Ach, oder ich kann den Ring... Ah, das kann natürlich auch sein. Ich kann den Ring, auf dem diese Blume ist, gerade nicht drehen, ne? Das kann natürlich auch sein. Was ist dann damit? Jo, stimmt, da kann ich den hier nicht drehen. Dann muss ich also doch erstmal einen Weg finden. Ich dachte, ich kann es mir hier ein bisschen einfach machen und direkt schieben, aber das funktioniert ja so nicht. Und das hier ist auch der einzige... Na gut, der könnte noch gehen. Und der dann dahin und dann habe ich's. Okay, gut. I heard a faint sound, as if something was unlocked. Okay. Das ist jetzt die Frage. Ist das dieses hier unten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, klemmt man noch. Okay. Ach, jetzt sind... Moment, waren diese Dinger hier vorher auch schon da? Was? Ach. Ach, ich kann die hier oben nicht drehen. Aber die anderen schon. Das ist dann der hier und der ist so. Das hörte sich gut an. Was haben wir da oben für einen? Okay, der mit dem Grün steht auf dem Kopf. Ja, welcher ist das jetzt? Ist das der da unten? Nein, das ist er nicht. Ist das der hier? Nein. Ach so, dann sind die... Ah, dann sind die direkt an der gleichen Stelle. Hörte sich gut an, glaube ich. Und der... Oh Gott, ist das schwer zu erkennen. Ich glaube, der ist relativ... Relativ gerade, ne? Steht der? War das jetzt der hier unten? Ja, dann ist das doch schon... Dann ist das doch schon richtig. Und ich glaube, der andere war zufällig auch richtig, oder? Es hat sich jetzt zumindest gerade so angehört, als wäre... Okay, dann nicht. Hat sich gerade so angehört, als hätte sich da irgendwas geöffnet. Aber dann wohl doch nicht. Also das mit dem Klicken ist manchmal ein kleines bisschen ungenau. Aber das ist nicht schlimm. So, der ist so rum. Doch. Was haben wir denn hier? Laudanum? Medicine. Na, komm schon. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher. Andover Morley Laboratory, London. Okay. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. So, weil er meint, sie kann sich das nicht leisten, oder wie? Oh, was haben wir hier? Na, komm schon. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover. To Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Okay, das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Was? Jetzt hat er das gerade automatisch abgebrochen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Also mir macht es echt wieder total Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.